Mir jetzt Karl-Hermann Kühne zugeschaltet. Er leitet Verkaufsseminare und er bringt den Leuten auch das Feilschen bei. Herr Kühne, wer kommt denn da zu Ihnen, um das Feilschen zu lernen bisher? Ja, das sind meine Kunden, meine Seminarbesucher sind durch die Bank, vom normalen Fabrikarbeiter bis zum Geschäftsmann, der auch handeln will, und zwar, wenn er Sachen für sich selbst einkauft. Herr Kühnert, kann denn eigentlich jeder das Feilschen lernen? Es geht ja vor allen Dingen darum, zunächst mal die Scheu abzulegen. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Was sagen Sie den Leuten? Wie trainieren Sie sie da? Ja, wenn jemand keine Motivation hat, hat er mit Sicherheit große Probleme zu handeln. Das heißt, ohne Motivation, warum will ich Geld sparen, gibt es mit Sicherheit große Probleme, einen Preisnachlass zu bekommen. Aus dem Grund, Motivation steht an erster Stelle. Gut, Geld sparen will sicherlich jeder, aber ich frag nochmal, es ist ja auch nicht jeder so extrovertiert, dass er dann gleich sehr mutig auf diesen Verkäufer zugeht. Da gehört ja auch ein bisschen Mut zu, vor allen Dingen in Deutschland, wo das bisher nicht üblich war. Im Sommer fällt das Rabattgesetz, dann ist das üblich in vielen Branchen. Was würden Sie dem Otto-Normalverbraucher mitgeben? Wie soll man da reingehen in so ein Gespräch? Ja, zuerst mal gut vorbereitet. Ich muss wissen, was ich will und ich muss wissen, wie viel Geld ich bereit bin auszugeben. Das ist also wichtig. Dann ist es sehr vernünftig, wenn ich einen guten Kontakt herstelle zu meinem Gesprächspartner, zu meinem Verkäufer. Ich sollte mir Namen ansprechen und nicht den Fehler machen, den viele Menschen machen, dass sie einen sehr ungünstigen Ton anschlagen. Loben Sie die Ware, bestätigen Sie den Verkäufer und Sie werden erleben, er ist wesentlich eher bereit, auf Sie zuzugehen, Ihnen entgegenzukommen, wie wenn Sie die Ware schlecht machen oder aber den totalen, ja, was soll ich sagen, den arroganten Käufer zu spielen. Ja, am schwierigsten finde ich dabei, den Wert der Ware realistisch einzuschätzen, denn es kann einem ja passieren, dass man viel zu hoch abschließt oder dass man zu lange pokert und die Ware für zu billig einschätzt. Das ist doch wirklich schwierig und gewöhnungsbedürftig. Nee, so sehr schwierig und gewöhnungsbedürftig ist es auch nicht. Denn wenn Sie heute eine Ware nehmen, zum Beispiel, die ist ja immer ausgezeichnet. Und wenn Sie davon einen realistischen Abschlag nehmen, beispielsweise, ich sage jetzt mal, Sie würden 15% anballen, die Sie gerne hätten, dann sollten Sie 20% fordern. Dann kann Sie der Verkäufer runterhandeln. Und wenn er Sie runterhandelt, hat er einen Erfolg und Sie haben einen Erfolg und beide sind zufrieden. Ein gutes Geschäft ist es dann, wenn beide Geschäftspartner miteinander zufrieden sind mit dem Abschluss und nicht, wenn man sich im Streit voneinander trennt. Herr Kühne, zum Schluss verraten Sie uns doch noch einen kleinen Trick. Geht man besser früh morgens in ein Geschäft oder spät abends, wenn der Verkäufer dann auch bald Schluss machen will? Ja, also in Geschäften, bei denen die Verkäufer nach Umsatz bezahlt werden, das weiß man leider nicht. Das ist natürlich abends günstiger, denn die müssen ja ihre Quoten erfüllen. Und abends hat mancher eine Lust, seine Quote noch zu übertreffen. Und ich würde Ihnen vorschlagen, eher abends, aber auf keinen Fall, wenn das Geschäft voll ist. Denn wenn das Geschäft voll ist, wird sich kaum jemand Zeit für Sie nehmen mit einem Rabattgespräch, denn es sind ja noch genügend andere Kunden da. Vielen Dank, Karl-Hermann Kühnert, nach München. Danke sehr. Die Faszination zu